Ihr seht hier eine Ernährungsgruppe in der Nähe des Regionalentwicklungsprogramms Kasuso. Dieses Dorf hat vor 2 Jahren sich sehr einseitig ernährt, wodurch vor allem die Kinder mangelernährt waren, unterernährt waren. Auch die Erwachsenen haben sehr viele Probleme gehabt. Und heute bereiten sie verschiedene Breie zu auf Basis von Maismehl, wo sie verschiedene Dinge hinzufügen. Sie fügen zerstampfende Nüsse hinzu, Eier fügen sie hinzu, ein klein wenig Zucker, Öl und auch Cassava-Blätter. Macht einen sehr geschmackigen Brei. Dieser Brei, der gerade eben zubereitet wird, ist für Kinder zwischen 6 Monaten und 12 Jahren. Auch die Erwachsenen essen davon und ich werde es auch gleich kosten. Es hat einen sehr großen Unterschied hier gemacht, diese Ernährungsgruppe, die auch eine Spargruppe gegründet hat und eine Hygienegruppe.